Glitch Nummer 1 ist der 99 Leben Glitch. Und zwar, Leute, geht Spieler 1 auf eigene Spiele, auf Spielregeln bearbeiten und auf Einstellungen. Spieler 2 geht nur auf eigene Spiele bei mehr Spieler und schickt erstmal eine Einladung. Ihr geht auf diese Einladung drauf, bleibt über annehmen, jedoch nimmt ihr nicht an und wartet auf die zweite Einladung von Spieler 2. Sobald der Spieler 2 euch die zweite Einladung geschickt habt, nimmt ihr die erste Einladung an und spammt ganz schnell die Einladungstaste. Also bei mir auf dem Xbox Controller ist es die Y-Taste, auf der PlayStation die Dreieck-Taste. Spammt die Taste dann so lange, bis ihr wieder dieses Bildschirm bekommt. Von hier aus geht ihr auf Spielerdetails anzeigen und dann verlässt Spieler 2 die Lobby, einmal mit der Party und danach ohne Party. Danach seid ihr wieder hier in diesem Einstellungsfenster und Spieler 2 befindet sich nun in der Mehrspielerlobby. Von dort aus machen wir wieder das gleiche. Spieler 2 schickt euch jetzt wieder eine Einladung. Ihr geht auf die Einladung drauf, bei mir wie gesagt auf dem Xbox Controller die Y-Taste, auf dem PlayStation Controller ist das die Dreieck-Taste. Ihr geht auf Annehmen drauf, dann schickt Spieler 2 euch die zweite Einladung. Sobald die da ist, dann nimmt die erste Einladung an und spammt dann die Dreieck- oder Y-Taste und geht wieder auf Spielerdetails ansehen. Nun verlässt Spieler 2 wieder die Lobby erstmal mit der Party und danach ohne Party. Ihr seid dann wieder hier in diesem Einstellungsfenster und Spieler 2 befindet sich nun im Hauptmenü und lädt euch wieder zweimal ein. Ihr macht das wieder wie vorhin, geht auf die erste Einladung, nimmt noch nicht an und wartet auf die zweite. Sobald sie da ist, dann nimmt die erste an und spammt wieder Dreieck oder Y und geht auf Spielerdetails ansehen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann muss Spieler 2 jetzt zu Zombies wechseln und ihr bekommt dieses Fenster. Was ihr jetzt macht, Leute, ihr geht einmal nach rechts auf Spieler, dann auf Eliminator und macht den Selbstwiederbelebungszähler hoch. Spieler 2 geht dann auf ein privates Match, sucht dann halt diesen Modus, den ihr wollt, entweder Maschine oder Firebase oder Ausbruch, startet das Spiel und verlässt sofort alleine die Lobby. Als kleinen Tipp, Leute, wenn ihr bei 99 Leben seid, dann macht immer einen zurück und einen vor, so wie ich das gerade im Video mache, bis ihr in das Spiel reinjoint. So, bei Ausbruch, wie ihr seht, dauert das ein bisschen länger, das dauert dann 30 Sekunden, nachdem Spieler 2 verlassen hat, bis ihr ins Spiel joint. Aber bei der Maschine und Firebase Set joint ihr direkt ins Spiel rein, sobald Spieler 2 das Spiel gestartet und alleine verlassen hat. Wenn ihr dann im Spiel seid, Leute, wundert euch nicht. Dort steht zwar, dass ihr nur 3 Selbstwiederbelebungen habt, aber das ist seit den neuesten Updates ist das ein Anzeigefehler. Da steht zwar 3, aber ihr habt so viele Selbstwiederbelebungen, wie ihr vorhin eingestellt habt. Also in unserem Fall 99 oder 98, je nachdem wann das Spiel gestartet hat. So, kommen wir nun zu Glitch Nummer 2. Für diesen Glitch braucht ihr auf jeden Fall die Heilaura und es wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn ein Kollege von euch auch noch die Heilaura mitnimmt. Das macht es wesentlich einfacher. So, ganz wichtige Info, ihr dürft den Tunnel nicht aufkaufen. Nicht von der Abschnittstelle und auch nicht vom Teich. Und zwar lässt ihr euch einmal down, dann schießt ihr erstmal euer Magazin leer und entweder belebt ihr euch selber wieder oder ein Kumpel belebt euch wieder, je nachdem ob ihr eine Selbstwiederbelebung habt. Wenn ihr das dann gemacht habt und euch hinlegt, dann kriegt ihr nämlich kein Damage mehr von den Zombies. So, als nächstes, Leute, lasst am Ende der Runde so 2 Zombies am Leben, 2 oder 3. Dann lockt die so hinter euch, dass sie gerade hinter euch herlaufen und legt euch dann dorthin, wo ich mich hinlege. Ich orientiere mich hier immer nach diesem Gras auf dem Boden. Was ihr nun macht, Leute, ihr haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt, während ihr auf dem Boden liegt. Die Zombies werden euch von hinten ein bisschen nach vorne schubsen und nach kurzer Zeit drückt ihr dann die Ducken-Taste und legt euch wieder hin. Ihr seid dann unter der Map, dann lauft dorthin, wo ich hinlaufe und zwar hier links an dem Baum entlang. Lauft einfach hier runter. Dann klettert ihr hoch, Leute, nach rechts und dann fangt an zu laufen. Sobald ihr Schaden bekommt, könnt ihr dann Heilaura aktivieren. Dann nehmt ihr so ein kleines bisschen Anlauf und versucht hier hoch zu klettern und in den Tunnel zu springen. Falls es knapp wird, kann euer Kumpel noch seine Heilaura aktivieren, damit es ein bisschen bequemer wird für euch. Und wenn ihr dann da durch seid, dann lauft hier runter und öffnet die Tür. Ganz wichtig, die andere Tür hinter euch zum Waffenlabor dürft ihr nicht aufkaufen. Und falls ihr euch fragt, wie euer Kollege jetzt hier nach unten kommt, da ja die Türen vom Tunnel zu sind und wir sie nicht aufkaufen können, zeige ich euch das jetzt auch einmal. Ihr lauft runter in die Krankenstation und öffnet die Tür und geht zum Stromschalter. Sobald ihr den Stromschalter aktiviert habt, kann euer Kollege vom Spawn aus hier durch diese Tür nach unten zu euch kommen. Ihr könnt ganz normal Packer Punch aktivieren und den Stromschalter aktivieren, nur ganz wichtig, dass der Tunnel zu bleibt und hinter euch die Tür.
Ihr könnt hiermit auch super den Affenbomben-Glitch kombinieren. Hierfür muss derjenige, der nicht der Host ist, eine Affenbombe werfen, und zwar am besten gegen die Decke. Solange die Affenbombe in der Luft ist, pausiert der Host das Game und der Kollege, der den Affen geworfen hat, verlässt das Spiel. So, das Ganze könnt ihr machen bis Runde 7. Ab Runde 8 kann er nämlich nicht mehr reinjoinen. Ganz wichtig, wenn ihr das Spiel pausiert habt, dann wartet ihr, bis euer Kollege die Party verlassen hat. Und wenn ihr wollt, dass er wirklich in Runde 7 nachjoint, dann müsst ihr so lange im Pausenmenü bleiben, bis euer Kollege wieder nachgejoint ist. Erst dann könnt ihr mit dem Spiel fortfahren. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ihr hier stehen müsst. Ihr müsst auf jeden Fall hinter dieser Tür stehen. Und zwar hinter der Türschwelle. Denn dann werden die Zombies nur aus einer Stelle spawnen. Wenn ihr zu weit reinlauft oder zu weit nach hinten lauft, dann spawnen die Zombies auch von hinten und die Megatrons greifen euch an. Also Leute, schaut euch genau an, wie ich hier stehe, und bleibt auch so stehen. Solange ihr hier so stehen bleibt, dann werden auch die Megatrons nicht zu euch kommen. Die werden zwar spawnen, aber die werden irgendwo in der Karte festhängen und die werden nicht zu euch kommen. Es sei denn, ihr lauft zu weit nach vorne oder während der Runde zur Munitionskiste hinter euch an der Missionsmaschine. Falls ihr Munition braucht, dann macht das am besten am Ende der Runde. Also kauft euch die Munition erst am Ende, weil sonst kommen die Megatrons auf euch zu. Das einzige, was hinter euch spawnen kann, sind die Hunde. Aber wenn ihr euch zwischendurch mal umdreht, um die Hunde zu töten, kriegt ihr das auch locker hin. Kommen wir nun zum letzten Glitch, und zwar ist es der Godmode Glitch auf Firebase Z. Was ihr hierfür braucht, ist einen Kumpel und ihr braucht das Grabstein Perk. Wenn ihr das Grabstein Perk habt, dann lasst euch einmal töten, lasst am besten hierfür ein Zombie am Leben, geht in den Grabsteinmodus und von hier aus müsst ihr zu einem Jump Pad gehen. Um dieses Jump Pad zu benutzen, müsst ihr zunächst erstmal das Strom aktivieren und danach könnt ihr zum Jump Pad. Wenn ihr dann nun am Jump Pad seid, dann wartet ihr, bis eure rote Lebensanzeige komplett weg ist, quasi bis ihr ausblutet, und in der letzten Sekunde wird euer Kumpel dann den Jump Pad aktivieren, genau jetzt. So, wenn er das macht, dann seid ihr instant tot und ihr schaut dann euren Kumpel zu. Jedoch, sobald er den letzten Zombie getötet hat, spawnt ihr wieder in das Game und ihr seid dann im God Mode. Die Zombies werden euch angreifen und ihr werdet aber keinen Schaden bekommen. Ihr werdet aber nicht mehr den Teleporter benutzen können. Dafür muss ein Kumpel dann durch den Teleporter gehen, der nicht im God Mode ist. Danach muss er das Hasen-Easter Egg machen. Hierfür geht ihr einfach über den Pekka-Punch die Treppen hoch und schaut euch den Hasen 20 bis 30 Sekunden an, damit ihr rüber teleportiert werdet in diese dunkle Welt. Hier werden nun Hasen spawnen bzw. drei Hasen aufleuchten. Ihr müsst die alle drei abschießen. Ihr geht erstmal zum ersten, schießt den ab, der spawnt dann wieder woanders, den schießt ihr wieder ab und das Ganze macht ihr halt insgesamt dreimal. Wenn ihr das dann dreimal gemacht habt, wird eine goldene Kiste spawnen und nachdem ihr die Kiste geöffnet habt, kurze Zeit später, werdet ihr wieder zurück teleportiert. Ab dem Zeitpunkt kann derjenige, der im Goldmode ist, frei den Teleporter benutzen und seine Waffen selber punchen. Ein Nachteil bei dem Glitch ist, mit diesem Glitch kann immer nur eine Person weniger rein, als ihr in der Lobby seid. Also wenn ihr zu zweit seid, kann nur einer diesen Glitch machen. Denn wenn ihr nochmal den Jump Pad benutzt, dann seid ihr nicht mehr im God Mode. Also falls ihr eurem Kumpel helfen wollen würdet mit dem Glitch, müsstet ihr für ihn das Jump Pad aktivieren und wärt somit selber nicht mehr im God Mode. Jedoch gibt es da eine andere Methode, wie auch der zweite Spieler in einem God Mode kann, und das zeige ich euch auch jetzt einmal. Für diese Methode braucht ihr einen Kumpel mit Heilaura, mindestens auf Stufe 3, einen Mimik und das Grabstein-Perk. So, wenn ihr das Grabstein-Perk dann habt, dann lasst euch down gehen und wenn ihr dann am Boden liegt, aktiviert euren Grabstein. Nun muss euer Kollege, sobald eure rote Lebensanzeige komplett schwarz geworden ist bzw. komplett weg ist, die Heilaura aktivieren und euch damit wiederbeleben. Ich zeige euch genau wann. Und zwar genau jetzt, Leute. Wenn ihr das dann macht, dann seid ihr wiederbelebt, jedoch liegt euer Grabstein hier auf dem Boden. Als nächstes müsst ihr euch vom Mimik töten lassen, aber nicht irgendwie, sondern er muss euch an sich ranziehen und ihr müsst dadurch sterben. Am besten lasst euch erstmal so ein, zweimal schlagen, dann lauft so ein bisschen zurück, dann zieht der euch nämlich an. Ich zeige euch das mal. Ich lasse mich jetzt noch einmal schlagen von ihm, damit ich low bin. Und dann laufe ich ein bisschen zurück und er zieht mich an. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann seid ihr instant tot.
Jetzt muss euer Kollege nur noch die Runde beenden und wenn er die Runde beendet hat, dann spawnt ihr wieder in das Game und ihr seid unsichtbar. Die Zombies werden euch komplett ignorieren, wie ihr seht. Also falls ihr wirklich alle in der Lobby in God-Mode Glitch rein wollt, dann habt ihr diese Möglichkeit und könnt nun alle im God-Mode chillen. Das Video wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger, jedoch wollte ich alles euch detailliert erklären, so dass vielleicht am Ende auch gar keine Fragen entstehen und ihr genau wisst, was ihr machen müsst. Dies war jetzt auf jeden Fall meine persönliche Rangliste von den Top-Glitches, die zurzeit noch funktionieren. Und falls ihr der Meinung seid, dass es noch einen anderen Glitch gibt, der mit diesen Glitches hier mithalten kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!